Hey, ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Starbase 11, zur Fortsetzung unserer ausführlichen Museumsrunde, oder Museumstour besser gesagt. Und letztes Mal haben wir Building 2 gemacht, die Port Facilities, die doch ziemlich lange hingezogen haben, weil, naja, es waren nicht nur die drei Sachen, die wir hier sehen, zu sehen, sondern auch die Orbitalstation komplett mit den ganzen Trockendocks. Da konnten wir auch zwei Schiffe begutachten, also genau mal angucken, und zwar ein Luxusliner und eine Dreadnought, so mit drei Decks von diesen entsprechenden Schiffen. Fand ich sehr interessant, muss ich zugeben, wie alles nachgebaut und nachgestellt wurde, von einer Person alles. Da fand ich sehr interessant. Also machen wir weiter mit Building 2. Jetzt geht es mich weiter mit dem nächsten Gebäude. Und dann können wir mal schauen, was uns dort erwartet. Ach, ja, bei letzter war es relativ lang auch unterwegs. Gab halt viel zu sehen auf dieser Altarstation. Das hat sich wirklich lang hingezogen. Das Gebäude selbst war ja ziemlich kurz. Hat wir relativ schnell abgeschlossen. Aber die Station mit den ganzen Schiffen, ja, da gab es halt viel zu gucken. Ja, wie gesagt, fand ich eigentlich auch sehr interessant. Ah, wir sind jetzt hier, wir sollen da hinter, muss irgendwo das Gebäude 3 sein. Ah, mal gucken, was jetzt erwartet. Ich vermute mal, jetzt wird es kürzer werden. Es sei denn, wir haben wieder ein großes Gebäude und da gibt es viel zu tun. Oder wir haben für die Holodecks vielleicht sogar schon. Keine Ahnung, wir werden sehen. Hier ist die Building 3. In Building 3, oder Building 3 besteht aus den Living Quarters, die VIP Apartments und die Promenade Shops. Das heißt, hier sind Geschäfte, die Apartments und die Wohnquartiere für das Personal. Gut, gehen wir mal hier hin. Also hier so. Und die M11 Launch ist ja auch. Aha, der ist mit der Residential Complex. Na ja, gut. Hallo. Der geht nicht. This turbolift will take you up to the lobby of Building 3. Hier gibt es auch noch nichts weiter zu sehen, also wie wir sagen, wir machen das auch, ne? Turbolift 1. Ja. Starbase 11, Building 3. Da sind wir jetzt. Das dritte Gebäude haben wir jetzt schon vor uns. Damit haben wir ein Drittel des Spiels damit gesehen. Ja. Vielleicht gibt es immer auch wieder was zu Let's Playen, ich weiß ja nicht. Weiterhin, oder es wird da weiterhin unser Let's Relax oder Let's Show werden. Mal gucken. Ja. Okay. So, Level 1, Main Lobby, 11 Launch. Geht wieder zurück. Gut, was haben wir hier? Building 3 besteht aus der Main Lobby, wo wir sind. Erstes Stockwerk. Das zweite Stockwerk, nee, zweite und sechste Stockwerk sind die Personalquartiere. Stockwerke 7 bis 10 sind Services. Was heißt das? Sind Dienstleistungen vielleicht? Weiß ich nicht. Das 11. Ja, die 11. Etage ist das die Promenadenshops. Promenadengeschäfte. Darüber gehen, da hinaus gibt es noch 4 Stockwerke. 5 Stockwerke? 5? 13? Ja, 5 Stockwerke. Mit Apartments. Nehmen wir nur 5 pro Stockwerk. Das ist nicht gerade viel. Und ganz oben gibt es das Observationsdeck. Oder die Observationslounge. Aha, kann also noch Überblick verschaffen über diese Sternbasis vielleicht. Main Lobby, hier geht's nix. Gut. Da kommen wir her. Ah, gucken wir mal, was hier so zu sehen gibt. Ja, raus kommt man nicht hier, wahrscheinlich, oder? Vielleicht kommen wir hier mal raus zur Abwechslung. Wäre mal was Neues. Ne, kommen wir nicht. Gehen wir halt hier weiter. Hallo, ne? Ja, wir hatten einen Fehler. Ja. Das ist halt Quake 3 Engine. Beziehungsweise ID Tech 3 ist das, glaube ich. Und ja. Die hat doch diese Schattenfehler. Manchmal gibt es ja die Schatten auf dem Spiel gar nicht. Die gibt es auch keine Einstellung für. Manchmal die ja deaktiviert. Ich habe die aktiviert über die Config-Datei. Das ist die M11 Launch. Ja.
Was war denn hier? Ah, oh, immer was zu essen gibt es hier. Was Vernünftiges. Da? Mehr? Ah. Was sagst du, ein Romulanisches Egel? Bestimmt, ne? Würde ich auch mal gern haben. Gibt es bestimmt ein Rezept für im Internet. Ah, hier haben wir zwei Typen, zwei Männer. Da hier sind so Pärchen, was sah so aus auf den ersten Blick. Was ist das, Romulanisches Egel? Nee, das ist Föderationsgesöff. Und die können sich jemand für etwas Vernünftiges. Haha, so sieht's aus. Dann lass es euch merken. Kann Ina auch noch was bringen? Boah, kann Ina wegbringen hier? Nein. Warten Sie noch auf Ihre Sitzpartnerin? Ja, offenbar. Er ist so verzweifelt, dass er nichts mehr sagen kann. You still haven't told me how you know so much about what the prosecution's going to do. Because, Jim Kirk, my dear old love, I am the prosecution. Ja, Kirk, mit komischen Händen? Was ist mit denen passiert? Sahen aus wie Alienhände. Das ist ihnen besser gelungen. Ah. Ja, der ist hier jetzt auch. Der hat uns überholt mittlerweile, als wir auf der Basis, als wir im Orbit waren, ist er halt hier rumgelaufen. Ist jetzt hier angekommen von Gebäude 1. Bananen oder eine Wurst, keine Ahnung. Ja, die brauchen kein Getränk, um zu reden. Aha. Auch ohne das Ale, ne? Bestimmt. Hier wird geflirtet. Und die sitzen noch am Bar und besoffen sich. Wie es halt so immer so ist, ne? Kennt man ja. Ja, jetzt sind wir jetzt guck mal, hier sind Toiletten. Hier sind Toiletten, tatsächlich. Immer wieder lustig. Aha. Tja, welchen Gebäude sind wir jetzt hier? Ist das hier zu sehen? Ich weiß es nicht so genau. Okay, geh mal hier, aber trotzdem hier in die Richtung weiter. Um ein bisschen zu gucken, was hier sonst noch gibt. Hier gibt es nur einen Turbolift. Turbolift 3 gibt es hier. Gut, dann gibt es hier nur Turbolift 3. Gehen wir mal doch, muss doch zur anderen Seite rüber. Ich dachte, man kommt da hinten gleich rum oder so. Ja, gut, gehen wir mal hier halt weiter. Auch nicht schlimm. Aha. Wir sind auch ein Turbolift, ja. Turbolift 4. Und ist ja eben mal Alarmstufe rot. Was ist denn los? Vielleicht sind wir mitten in der Krise hier gelandet und wir wissen gar nicht, was hier los ist. Wir sind angegriffen. Und dass wir es wissen. Okay. Wie am Anfang. Ja, kann ich mal legen, wenn wir den Turbolift da angehen. Aber das Turbolift 4. Fahren wir damit hoch zum zweiten Stock. So. Okay. Turbolift 4. Okay, das ist wohl noch ein bisschen weiter weg. Ah, sind wir auf Level 11? Das andere Level haben wir nicht hier. Mit dem anderen Turbolift, Turbolift 3, müssen wir vielleicht da mal hingehen. Wenn man ihn, wenn er denn hier ist. Wenn hier Step of Nine was verkauft, dann ist sie bestimmt keine Wachsfigur, die ist bestimmt echt, die tut nur so. Aha. Sam of Night würde doch niemals was verkaufen. Level vom Promenadengeschäft, aber gibt gar keine Anzeige darüber, was das für Geschäfte sind. Kein Name, nichts dergleichen. Keine Waren hier ausgestellt. Was verkaufen die denn? Oh Gott. Wasser, guck mal. Doppel 5.
Aha, Turbine 5 gibt es auch. So. Wo gehe ich mal jetzt mal hier rein, ne? Da ist nix, gut. Was ist denn hier zu kaufen? Toiletten. Einmal lustig, wie man daran halt gedacht hat. Weil das nie thematisiert wird in der Serie, ne? Das ist halt der Witz. Wird halt nie gezeigt und so. Weil diese Hände sind nicht so, die sehen nicht so gut aus von den Menschen. Das fällt mir jetzt erst auf, ey, eben. Durch Jim Kirk. Dass die Hände total alienhaft aussehen. Sind überhaupt Menschen? Da sind doch gar keine Menschen. Vielleicht gibt es gar keine Menschen. Die alles sind Reptilien. Ja gut, dann. So, und was ist hier schon wieder? Bin ich einmal durchgelaufen? Dann gibt's ja nichts weiter, was. Dann gehen wir weiter nach Turbine 5. Okay, da überspringen wir auch ein paar Stockwerke mit. Okay. Apartments. 1600 bis 1605. Gehen wir mal da rein, ne? Wenn wir überhaupt reinkommen. Ja, kommt man. Hoffentlich sind die schnell genug, ja. Aber wir arbeiten ja auch schnell genug. Ah, Idyllisch eingerichtet. Und wo kommen wir auf die Musik her? Ah, natürlich hier ist im Radio, ich Idiot. Ach, natürlich. Klar. Woher auch sonst? Hä? Woher auch sonst, ist ja die Frage, ne? So. Aber wirklich hier total nicht besonders eingerichtet, nichts dergleichen. Ich hab eine schöne Aussicht hier. Ja, okay. Okay. Microsoft Windows 98. Natürlich ist das die Version 1198. Das findet ja hier 2267 statt. Da brauchen die nicht mehr so viele Updates. Die brauchen nicht jedes Jahr neue Versionen. Da. Und zum 200-jährigen Jubiläum hat Microsoft halt so eine Retro-Version rausgebracht. Ja, sieht halt ein bisschen so aus, wie das damals war. 200 Jahre vorher. 98. Ach ja, das waren noch Zeiten. Keine besseren Zeiten. Bei Betriebssystemen muss ich sagen, es gibt in meinen Augen wenig Gründe, ein früheres Betriebssystem zu benutzen. Ganz ehrlich. Meistens für ältere Software, ja, wenn man halt Software hat, die wirklich nur diese alten Sachen brauchen. Und selbst da gibt es ja mittlerweile Wege, das immer aktuellere Systeme zu laufen zu bringen. Virtuelle Maschine zum Beispiel. Ansonsten wirklich nur noch wirklich eine pure Windows 98 Maschine, wirklich nur aus Hardwaregründen vielleicht noch. Man halt noch Hardware hat, die nur darunter läuft. Auch für ältere Spiele vielleicht sogar, die man dafür braucht. Dieses Spiel trifft das ja quasi auch. Ja, Star Trek Elite Force. Durch die Aureal 3D-Unterstützung. Die kriegt man auch nur mit einer Aureal 3D-Karte zum Laufen. Und die kriegst du nur durch bis maximal Windows 2000 zum Laufen. Darüber hinaus, glaube ich, gibt es keine Unterstützung mehr. Also wenn du wirklich so ein Retro-Game machen willst, mit einer Retro-Hardware, da brauchst du auch ein älteres Betriebssystem für. Und auch richtig ein pures Betriebssystem, also keine virtuelles System. Das ist wirklich einer der wenigen Gründe, wo man wirklich noch braucht, solche alten Betriebssysteme wirklich zu installieren und in Betrieb zu haben für ältere Hardware. Weil ich habe zwar auch eine grundsätzlich Aureal 3D-fähige Soundkarte im System mit meiner im Grunde Soundblaster
XFI, weil die unterstützen mich auch RX bis RX 5 und Aureal 3D bis DolphinVersion 3.0. Aber nicht in dem Spiel hier. In diesem Spiel kriegt die Aureal 3D-Unterstützung nicht zum Laufen. Könnte ich dann Leute sowieso leider nicht aufnehmen, habe ich mal festgestellt. Beim anderen Spiel, wo ich leider ohne EAX spielen musste, da müsste wirklich nur ein wegen dem Mikrofon, da kann ich nur entweder EAX abspielen, mit so Aureal 3D oder das Mikrofon. Beide zusammen geht bei mir irgendwie nicht, weil das Mikrofon dann bei mir zu leise wird. Also wenn dann auch wirklich nur zusammen, ich kann es auch nicht getrennt in eine Tonspur packen oder so, dann wird das Mikrofon dann so leise, wenn ich das zusammenpacke, hört man mich gar nicht mehr. Da muss ich leider ohne EAX, in dem Fall ging es um EAX spielen. Schade eigentlich, da man das wirklich intensivere Spielen wäre, wenn man diesen Soundeffekt hätte. Aber wie gesagt, das wäre einer wenigen Gründe wirklich für ein Retro-System. Wenn man wirklich so alte Spiele hat, die Spiele eine bestimmte Hardware auch benötigen. Wie gesagt, Voodoo-Karten vielleicht oder so eine ältere Soundkarte mit entsprechenden Erweiterungen. Da ist das halt nur sinnvoll. Ansonsten, wie gesagt, gibt es in meiner Meinung keinen Grund, älteres Spiel hier noch zu benutzen. Weil neue Betriebssysteme einfach alles besser machen, ja. Die sind bequemer zu bedienen, man muss ja nicht mehr so viel selbst machen. Wie gesagt, 90 ist so ein Horror zum Beispiel mit einer MS-DOS-Version, weil du da noch Auto-Access hast, Config-Sys und so weiter. Dann musst du die auch noch konfigurieren, damit du was besseres das Betriebssystem auch optimieren kannst, damit das noch besser läuft. Das spart man heutzutage alles, da muss man nicht mehr in dem Maße machen wie früher. Da sage ich, selbst auch wenn ich ein bisschen so Retro-Liebhaber bin, ja, da sage ich, da war nicht alles besser beim Betriebssystem. Da ist gut, dass wir ein bisschen vorangekommen sind. Um das mal einen kleinen Exkurs in Sachen Windows 98 zu machen. Ich habe noch Windows 98 noch, ich habe auch noch eine virtuelle Maschine auf dem System damit. Aber, ja. Nutze wirklich nur zu Tests für ältere Spiele manchmal, wenn man wirklich ein Spiel hat, was nur unter Windows 98 läuft oder ME maximal, dann habe ich sowas noch im Gang, aber sonst in der Regel versuche ich es irgendwie auf aktuellen Systemen zu laufen zu bringen. Irgendwie